Hey ho, willkommen zurück zu Mystic Quest Legend. Im letzten Part haben wir die Minen geschafft. Und nun geht es hier ein bisschen weiter. Wir haben hier erstmal wieder ein Schlachtfeld. Und das müssen wir ganz schnell säubern, aber ganz schnell hier. So, also los geht's. So. Achso, ich habe Rubens noch auf automatisch. Na gut. Kann er auch nicht schaden. Er wird schon immer angreifen. Und von daher alles gut. Lass ich ihn erstmal so, wie er ist. So. Ich möchte diese Schlacht für ziemlich schnell erledigen, weil der nächste Tempel, glaube ich, war riesig. Ich glaube, das ist der Vulkan, dieser Nebelvulkan, wo man die Gegner wieder nicht sehen kann. Das heißt, wir müssen halt erst wieder so ein bestimmtes Item finden. Oh Mann, das kann ja wieder was werden. Ach ja, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. So. Warum immer ein Dreierpack? Kann nicht mal wieder ein einzelner Pack kommen? Oder ein Zweierpack, gebe ich mich auch mit zufrieden, aber Dreierpack sind doof. Das nervt. Es ist nervig. So, verschwende. Ach man. Können diese Schlachtfelder nicht einfach nur 5 Gegner beherbergen? Oh. Feuchtlaken, okay. Nein. Okay. Da muss ich dann was anderes einsetzen. Ich setze mal meine Jumbo-Bomben ein. Bringt ja mal so gar nichts, ne? Nein. Dann muss ich mit meinem Schwert angreifen. Bringt das mehr? Ja, ein bisschen. Na gut. Oh nein. Das sind jetzt richtig nervige Gegner hier. Aber mal so richtig nervige Gegner. Ach Gott. Und jetzt haben wir wieder normale Gegner. Wieder zurück auf meine Axt. Echt. Diese Furchtlaken sind echt nervig gewesen gerade. Von dass sie sich dann einfach verdoppeln können, ist das nervig. So. Die Hälfte ist geschafft schon wieder. Mensch. Ich glaube aber nicht, dass wir den nächsten Dungeon in einem Rutsch durchschaffen. Kann ich mir nicht vorstellen. Schon wieder gekontert? Womit muss ich denn da angreifen? Mit Magien denn? Wasserfluch auf alle drei. Bringt das dann wenigstens irgendwie den gewünschten Erfolg? Ja, auch nicht wirklich. Irgendwie sind diese Laken nur was für Rubens. Obwohl, ich könnte... Ja, wenn ich jetzt nochmal wieder angreifen darf. Damit mal angreifen. Nee. Ist das doof? Ist das doof? Oh Gott. Das ist echt nervig. Nee, kann er nur mit den Bomben dann angreifen hier. Bei diesen neuen Laken. Das andere bleibt mir da echt nicht übrig. Muss ich warten, bis ich eine bessere Waffe wieder habe. Ach, nervig. Jetzt, dieses Schlachtfeld zieht sich nun wirklich doof. Also nur wegen diesen beiden blöden Laken. So, flups. Ja, ja, greif mich nur wieder an. Alles gut. So, haut ab. Und dann sind die auch noch so stark. Und dann geht auch noch eine Attacke daneben. Und jetzt sind sie wieder zu dritt. Hallo, verschwindet doch endlich. Ihr seid sowas von unnötige Gegner. Sowas von unnötig. Meine Güte, nee. Aber ganz schön viele Erfahrungspunkte dafür bekommen. Ja, natürlich. So, angreifen. So, flups, weg. Nochmal angreifen. Na, das sieht doch schon ein bisschen besser aus diesmal. Sehr schön. Das war mal eine Runde, die etwas schneller ging. Hat 5 Minuten gleich gebraucht für ein doofes Schlachtfeld. Alles nur wie diesen ollen blöden Laken. Und weil Attacken daneben gehen. Ist das nicht toll? So möchte man das doch haben, ne? Warum Erfolg bekommen? Hallo. Oh. Meine Güte. Ach, was mache ich denn da? Ach, geht der auch. So, Heilzauber. So, der heilt sich auch nochmal durch. Sehr schön. Wow.
So, jetzt aber mal langsam hier, ne? Ist das doof? Tut mir leid, Leute, dass das Schlachtfeld gerade echt so lange dauert. Das war ganz sicher nicht meine Absicht. Darf ich denn mal wieder angreifen? Sind das lästige Gegner, diese Laken? Meine Güte, nee. Nee, nee, nee. Ich kann mich ja gleich schon wieder durchheilen. Also wegen so einem Quatsch hier. Ja, also, ich glaube nicht, dass wir den nächsten Dungeon in diesem Part schaffen. Dafür wird das zu groß sein, das Gebiet. Endlich mal wieder normale Gegner, hurra! So, verschwindet. Ja, danke für die Heilung. War total unnötig jetzt. Ich hätte es mal lieber angreifen sollen. So, verschwindet. Und verschwindet. So. Ja, dafür gab es ganz viele Erfahrungspunkte. Supi. Jetzt kann ich mich schon wieder durchheilen. Nervig. Echt nervig. Und dieses Beben nervt auch. So. Ab ins Hotel. Wieder Geld da lassen. Ach ja, ich habe ja genug davon. So, hi. Na. So, ja, ja. Heile mich mal kurz durch. Mann, nee. Das Schlachtfeld hat mich jetzt echt genervt. Naja. Aber wir kommen ja gut voran in diesem Spiel. Ich weiß auch gar nicht, kann man sagen, dass die Hälfte geschafft ist? Hm. Naja. Wenn ich so an die... Ja, meine Güte. Wenn ich so an die nächsten Dungeons denke, die sind ja alle verdammt groß. So wirklich kleine Dungeons bekommen wir kaum noch. Also, würde ich nicht unbedingt sagen, dass wir die Hälfte geschafft haben. Aber ich bin mir auch ein bisschen unsicher jetzt gerade. Kommt vielleicht auch immer drauf an, wie schnell man wieder durchkommt. So, der Donnervulkan. Okay. Ich sehe jetzt schon wieder diese blöden Laken. Wo muss ich denn genau hin jetzt? Ich muss schauen, weil ich muss ja einen bestimmten Gegenstand bekommen. Okay. Oh, meine Katzen drehen gerade durch. So, erstmal schön das Vieh erledigen. Achso, rum ist es immer noch auf automatisch. Ja, Mist, ich krieg diese Höllenhunde leider nicht mit einem Treffer tot. Hätte mir mehr gefallen. Ja, Mist. Oh, das darf doch jetzt nicht wahr sein, ne? Och, Katzen, hört doch mal auf. So, die Katzen wollten sich gerade wieder bekämpfen. Ja, lassen sich vielleicht auch anstecken, gerade von dem Spiel hier. Oh Gott, dieser Kampf zieht sich schon wieder. Das gibt's doch nicht. Was mache ich denn da? Mein Gott, nur weil die mich jetzt hier ablenken, die Katzen. So, normal angreifen. Boah, ich muss mal kurz was an den Katzen werfen hier. So. Ja, nervig. So, und hier kommt man zu einer roten Truhe. Und hier finden wir die Nebelaura. Sehr schön. Wieder eine neue Magie. So, aber welcher Weg war jetzt nochmal für die Maske? Das ist so eine Sache. Ich weiß es einfach nicht mehr. Weil hier gab es viele Wege und irgendein Weg führte zu einer bestimmten Maske. So, und ich greife mit Magie jetzt endlich mal wieder an. Und zwar habe ich doch jetzt hier so schöne Magien, Nebelaura. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt kann ich nicht. Oh, diese blöden Katzen, das gibt's doch gerade nicht. So. Das ist echt nervig in so einer Aufnahme. Tut mir echt leid dafür. Kann ich ja auch nicht ändern. War da oben eine Treppe? Nee. Ich glaube, das bringt gar nichts da. Nee, genau, da wird nur zu einer blöden Holztruhe gehen. Kann man hier rüber hüpfen. Dann wieder Gegner plätten. Naja. Jetzt sind es wieder die Gegner. Kann ich ja wieder so angreifen. So. Und so. Und nochmal. Ich hoffe, man hört die Katzen jetzt nicht zu sehr. Kann natürlich auch sein, dass man das Geknurre der Katzen hört. Ja, wieder diese blöden Gegner. Da
habe ich wieder mit meiner schönen Magie an, die ich jetzt habe. Der Nebelaura. Also gut. Hätte ich nicht unbedingt gebraucht, aber okay. Wow, die macht gut Schaden. Ach ja. Ich hoffe, dass das hier überhaupt der richtige Weg war. Das ist auch immer so eine Sache, man weiß es halt nie. Wenn man das Spiel so lange nicht mehr gespielt hat, dann kann man auch nicht immer alles wissen. So, und weiter. Aber ich glaube, jetzt kommen... Genau, jetzt sieht man die Gegner nämlich nicht mehr. Aber ich glaube, ich bin hier richtig. So. Und da vorne müsste gleich ein Gegner, schätze ich mal, stehen. Nee, doch nicht. Okay. Ach, sag bloß. Nee, hier geht's nur zu einer blöden Truhe. Okay. Das ist natürlich jetzt doof. Ich glaube, ich bin doch falsch gelatscht. Da oben ist nur eine Holztruhe. Okay. Wo ging es denn nochmal zu dieser blöden Truhe? Ich treffe hier gerade keine Gegner. Das ist mal interessant. Jetzt bin ich schon wieder hier, okay? Mehr als merkwürdig. So. Eigentlich dürfte ich die beiden schnell erledigt jetzt bekommen mit der Nebelaura. Na schön, dass ich die jetzt habe. Okay. Ah, ich bin doch richtig. Das ist so eine Sache, man weiß es halt nie, ne? So, hier kann ich wieder normal angreifen. So. Sehr schön. Ein Vieh schon mal kaputt. Direkt das nächste Vieh zerstören. Okay. Das geht. Das geht. Autsch. So, verschwinde. Was? Warum? Warum, warum, warum? So, und hier. Ah, die Nebelmaske. Ja. Und das ist halt wie in der Eispyramide jetzt auch wieder. Jetzt kann man die Gegner in dem Nebel hier wieder sehen. Oh, da bin ich ja richtig gelaufen. Ich hätte auch in den Gegner reinlaufen können gerade eben. Okay, jetzt müssen wir nur noch irgendwie zum Endgegner kommen. Vielleicht schafft man das ja doch in diesem Part. Dafür muss man nur halt einen anderen Weg latschen. So, und diesen Weg jetzt wieder finden, ist wieder so eine Sache. Ich glaube, ich muss da, wo der Typ steht, hochlatschen. Ich glaube, so war das. Mal schauen, ob das denn richtig ist. Sonst bleibt mir ja nicht übrig, als zu schauen, ne? So, komm mal her, du. Dich muss ich erledigen. Du stehst total im Weg. Mist. Ist wieder so ein Vieh mit dabei. Ja, doof. Was setzt er da ein? Verdammt. Angriff. Vielleicht wacht Rubens ja von alleine gleich auf. Das wäre schön. Dann muss ich ihn nicht wecken. Oh Gott. So, Rubens ist aufgewacht. Sehr schön. Ja, natürlich. Er heilt sich erstmal durch. Nein. Doof. Magien habe ich noch, ja. So, verschwindet. Sehr schön. Okay, war denn hier oben der Endgegner? An dir kann ich elegant vorbeilatschen. Hier lang latschen irgendwie, durch das Gebilde hier. So, an dir komme ich doch bestimmt auch vorbei, ne? Ja. Sehr schön. Es ist schön, wenn man einfach an den Gegnern vorbeilatschen kann. An dir komme ich definitiv nicht vorbei. Durchheilen, durchheilen, durchheilen. So. Und dich auch mal ein bisschen durchheilen. So. Jetzt setze ich mal wieder auf manuell. Okay. So. Magie. Kann nur noch einmal die Donner, Quatsch, die Nebelaura einsetzen. Aber du kannst ja normal angreifen hier. Sehr schön. Flupp. Blurps. Und jetzt muss ich wieder normal angreifen mit den Bomben. Okay. Blurps. Noch mehr Gegner, natürlich. Ich sollte vielleicht auch mal... Achso, speichern sowieso mal, ne? Und,
Zaubertrank. So, jetzt kann ich auch wieder meine tolle Magie einsetzen. Okay. Kämpfen, Magie wieder, Nebelaura. Und du greifst nochmal an. So, blöps. Das klang gerade total merkwürdig. Okay. Oh Gott, der Part zieht sich gerade. Oh Mann. Aber ich möchte den Gegner denn doch noch platten, weil ich bin ja gleich da. Ich bin ja gleich bei einem Gegner. Und das möchte ich dann halt noch schaffen. So. Vorbei natürlich. Nein. Ich bin verwirrt. Robins, tu doch was. Darf ich denn mal wieder? Meine Güte, nee. So, danke für die Heilung. Ach, muss ich das wieder so ziehen? Darf ich jetzt mal wieder angreifen? Meine Güte. Ach, ganz ehrlich, das ist gerade echt doof, dass die Attacken mir daneben gehen. So, danke. Natürlich muss ich noch einen Gegner besiegen, bevor ich zu der ollen Hexe da oben komme. Ne, gut, dann beende ich jetzt doch den Part und mach dann beim nächsten Mal weiter. Also bis dahin. Tschüss.